Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier auf dem Kanal der Concordia Loge Berlin. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir machen weiter in unserem historischen Ausflug. Wir haben festgestellt, dass 1871 in Deutschland die erste Loge gegründet wurde. Und von diesem Zeitpunkt an nahm das Ordensschicksal seinen Lauf und Logen gründeten sich über ganz Deutschland hinweg. Im Jahr 1923 ging es den deutschen Menschen ganz, ganz schlecht. Aufgrund des verlorenen Weltkrieges und der Wirtschaftskrise hielt in diesem Land Hunger, Not, Armut Einzug, egal wo man hinsah. Die schweizerischen Othellos nahmen das zum Anlass, um im Jahr 1923 einen Beschluss zu fassen, die deutschen Brüder finanziell zu unterstützen. Und so erhielten die deutschen Othellos aus der Schweiz erhebliche Geldsummen, um einfach weitermachen zu können in ihrer Arbeit und auch andere notleidende Menschen zu unterstützen. Im Jahr 1925 hatten die deutschen Othellos insgesamt 12.205 Mitglieder, die sich auf 147 Logen in ganz Deutschland verteilten. Und im Jahr 1933, als die Nationalsozialisten in diesem Land die Macht ergriffen, beschloss die Großloge des Deutschen Reiches, dass die Othellos in Deutschland sich auflösen. Denn sogenannte Geheimbünde, wie wir immer bezeichnet werden, waren von den Nazis natürlich überhaupt nicht gerne gesehen und wurden extrem verfolgt, sodass die Großloge hier die Reißleine zog und die Arbeit vorerst einstellte. Aber 1945 war der Krieg zu Ende und die Geschichte der Othellos in Deutschland ging weiter. Und wie es weiterging, das erzähle ich euch in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, wie immer, schreibt es in die Kommentare. Wir werden versuchen, alles zu beantworten. Bis zum nächsten Mal.